Moin Leute, der Ben vom Apfeldoktor in Pliskastel mit dem Lingendi, der heute Handyverbot hat und da steht und jammert, weil er nicht mehr an sein Handy darf. Was soll ich sagen? Das ist ein richtiger Jammerlappen. Aber naja, heute ist auch der Erik dabei, der ist auch ganz bekannt aus YouTube. Der hat irgendeinen Kanal, wie nennt sich das? Mind Fun, glaube ich, oder sowas. Da müsst ihr nicht, wie heißt's? Der Erik ist scheu, kamerascheu. Ich werde ihn später einfach mal vor die Kamera bringen und dann werde ich seinen YouTube-Kanal offenlegen, damit ihr alle wisst, bei wem ihr da Videos schaut. Und der Alex ist natürlich auch bei, der möchte immer noch keine Videos machen, aber das liegt daran, dass er homosexuell veranlagt ist. So, jetzt starten wir. Und ein Stüppler ist, soll ich euch von Lingendi ausrichten. So, jetzt starten wir. Und zwar habe ich eben was auf den Tisch bekommen und das fand ich sensationell. Kunde sendet online bei einem Reparaturunternehmer XYZ ein iPhone 6 ein, das kein Netz findet, aber die E-Mail angezeigt hat. So, dann schickt er die Platine hin, beziehungsweise das Gerät hin. Der Reparaturunternehmer zerlegt das Gerät und schreibt ihm dann eine E-Mail. Ja, dieses Gerät ist nicht reparabel. Du kannst gerne 49 Euro für die Diagnose zahlen, wenn du das Gerät wieder haben möchtest. Anders entsorgen wir es kostenfrei. Okay, bei uns ist es erstmal so, wenn ein Gerät nicht reparabel ist, kann der Kunde wählen, kostenfreie Entsorgung, 19,90 Euro demontiert zurück oder 49 Euro montiert zurück. Also so eine Pauschale haben wir in gewisser Form auch, einfach um die Versandkosten auch zu deckeln. Ja? Aber wir gehen nicht hin und sagen hier 49 Euro oder wir werfen das Ding weg. Also das machen wir nicht. Ja? 49 Euro demontiert ist ein bisschen viel. Auf jeden Fall haben wir das Gerät dann eingeschickt bekommen, zerlegen das Gerät. Ich baue die Platine aus, entlöte unten den Deckel, der schon mal entlötet war und dann sehe ich das. So, und das sieht doch mal geil aus, oder? Ist eigentlich ganz witzig. Ne? Hier sitzt das Baseband. Das habe ich zwischenzeitlich eben schon gejumpert und nochmal verlötet. Ja? Nicht, dass ihr euch wundert, dass da oben der grüne UV-Lack zu sehen ist. Damit habe ich meine Jumper überdeckt. Aber da unten das hat eben alles gefehlt. Ja? Und wir gehen jetzt mal easy going hin. Ich habe hier eine Schrottplatine, eine Platine, die ich zum Ausschlachten benutze. Reißen dort schnell die Bauteile runter und verlöten die einfach alle auf dieser Platine. Das geht schnell. Und dann schauen wir mal hinterher, ob das Ding wieder läuft und wieder Netz findet. Ja? Auf jeden Fall, lieber Reparaturunternehmer XYZ, du bist ein Vollidiot, weil sowas macht man nicht. So, ich würde dich gerne namentlich ansprechen, aber dann bekomme ich wieder Probleme mit Anzeigen. Habe ich keinen Bock drauf. Keine Lust auf Anwaltsbriefe und so. Gut, das Ding kommt auf unsere Wohnung, 150 Grad Unterhitze. Wir entlöten mit der JBC Heißluft mit einer 6 mm Düse, 45 Grad, bei 35% Luftstrom und 340 Grad. Flux nutzen wir MTech NC559. Kauft euch das bei microsolderingsupply.com. Nirgends anders, weil der ganze chinesische Mist, der riecht nicht gut. Der riecht wie Affenarsch. Ja, da kannst du auch einem Affen die Haare am Arsch anbrennen und das wird besser riechen, wie das Flux aus China, meiner Meinung nach. Ja? Kann ja jeder für sich selber entscheiden. So. Wir reißen die Bauteile da einfach schnell runter. Fluxen dazu einmal ein. Dann entnehmen wir die zackig und verlöten die. Was ist los, Herr Lingendi? Der ist wirklich, der ist, das müsst ihr euch vorstellen, der Kerl ist schlecht gelaunt, weil er am Arbeitsplatz, kommentiert doch mal, ob man auf eurer Arbeit am Arbeitsplatz das Handy nutzen darf oder ob das ein Abmahnungsgrund ist. Bei uns ist das nämlich ein Abmahnungsgrund und der Lingendi, der hat sowieso nichts drauf wie Zahnbelag. Und ihr merkt, der diskutiert auch ziemlich viel und das führt dann im Endeffekt zu einer fristlosen Kündigung. Ja? So. Wir entlöten, fangen hier mit der Spule an. Ihr seht, das ist auch kein großes Problem. So, und schon können wir die Spule entnehmen. Ich lege mir das einfach alles hier nebenhin. Das ist eigentlich jetzt eine schöne und schnelle Reparatur, weil wir entnehmen da nur schnell die Bauteile und hauen die einfach drauf. Ich
Und dann schauen wir mal, was passiert. Und ob wir noch in irgendeiner Form dann was anderes machen müssen, ein bisschen nacharbeiten müssen. Das wird sich dann gleich zeigen. Schauen, ob wir ohne Messen auskommen, ob wir noch messen müssen. Bei solchen Dingen gehe ich, wie gesagt, so vor, dass ich mir erstmal das Schadenbild anschaue und dann dementsprechend korrigiere. Tiefere Gedanken mache ich mir, wenn ich ein Gerät reinbekomme, das eine bestimmte Fehlerproblematik aufweist und vorab noch nicht verfuscht wurde. Weil dann muss ich mir einen ganz anderen Lösungsweg suchen. Diese Lösungswege, gerade bei solchen Vorreparaturen, sind eigentlich relativ easy. Ich habe ja gestern schon gesagt, normalerweise mache ich sowas nicht, wenn da vorne dran irgend so ein Fuscher mit seiner Heißluft dran war. Aber wenn man dann so einen lieben Brief von einem Kunden dazu bekommt und eine Reparaturfreigabe bis 199 Euro hat, dann macht man das auch. Ja? Wenn hier jetzt jemand sagen würde, komm, ich gebe dir einen Fuffi, dann würde ich sagen, du kannst mir einen blasen. Ja? Fehlt ja wirklich alles, ne? Jetzt drehen wir einmal. Das ist wieder der Vorteil von unserer Boneng. Das wird da sehr variabel. Normal müsste ich gesponsert werden von denen, ne? Also PPD in China, wenn ihr das seht, schickt mir doch mal kostenlos so 30 von den Teilen. Ihr habt bestimmt schon 100 durch mich verkauft. So. So, das war's auch schon. Alles drunten. Unser Schrottboard kommt wieder zu den Schrottboards. Das ist nur zum Ausschlachten da. Da haben wir bestimmt so 200, 300 Stück von. Und jetzt fluxen wir hier einmal ein. Und dann hauen wir da einfach einen nach dem anderen drauf. Und dann ist die Sache erledigt. Ja, der Erik, der jetzt hier arbeitet, der ist ja auch ein würde ich sagen, weltbekannter YouTuber schon. Ich glaube, der hat ungefähr schon so 100.000 Abos. Ich werde euch mal einen Link zu seinem YouTube-Bereich posten. Könnt ihr mal sehen, wie professionell der ist. So, der sitzt. Der nächste. Der nächste Monsieur. Kaum nimmt man dem Legendi das Handy, ist hier drin endlich mal Ruhe. Ist unglaublich. Unglaublich.
Ich mache das jetzt einfach Step für Step. Step by Step, sorry. Mal schauen für die Richtung. Das Einser-Pad ist bei dem links unten. Temperatur wieder, also wie gesagt, 340 Grad Oberhitze habe ich hier, 35% Luftstrom, 150 Grad Unterhitze auf der PP 120. Nur damit ihr eine Richtlinie habt, weil immer viele schreiben wegen den Temperaturen, da könnt ihr eh nicht viel mit anfangen, weil da muss man wirklich nach Gefühl arbeiten und es kommt stark drauf an, was habt ihr für eine Hardware und ja, das werdet ihr mit der Zeit lernen, wenn ihr mit eurer Hardware arbeitet. Sitzt. Next one, please. Immer noch mal ein bisschen mit ein bisschen Flux drüber gehen. Dann haben wir Next One, hat auch links unten den H1-Pin. Oder den 1er-Pin. Gerade einmal noch mal kontrollieren, ob das auch so passt. Ah ne, stopp. Ja, rechts oben haben wir den 1er-Pin. Eben nämlich gedacht, das hatte ich aber anders in Erinnerung. Genau. Das ist ja, wenn ich mir das beim Entnehmen anschaue, schon gespeichert bei mir. Ich freue mich übrigens über die Aktivität unter meinen Videos. Finde ich cool, dass ihr da ein bisschen Aktivität aufweist. Weil wir wollen das Ding ja auch groß machen. Wir wollen ja nicht, dass es ewig so klein bleibt. Ja, wir sind jetzt irgendwo bei knapp 270 Abonnenten, glaube ich. Das müsste unser Social Media King im Blick haben da hinten. Er sagt, jupp, also passt das. 269, 270 die Kante. Natürlich hätten wir gern 10.000, 20.000, 30.000. Sind wir weit von entfernt. Macht aber nichts. Gut, Ding will Weile haben. Da arbeiten wir einfach für, ne? Bringen euch mehr Content. Wir versuchen auch immer auf eure Wünsche und Fragen einzugehen, damit ihr auch zufrieden seid mit dem, was wir euch bieten. So. Hat sich rangezogen. Geht's weiter. Schon mit dem vorletzten Video. Wo sind wir? Wir sind irgendwo bei 14 Minuten. Ich denke, für Entnehmen und Verlöten sind wir da ganz gut im Zeitfenster. Der Alex hat sich jetzt zu seiner Homosexualität bekannt. Gestern offiziell einen Post gemacht bei Facebook, hat sich geoutet. Seine Freundin hat ihn in den Arsch getreten. Nee, Spaß, was ist das jetzt? Mit wem treibt er sich da jetzt rum? Ah, jetzt geht er rauchen, weil er kein Handy mehr hat. Das ist wirklich der Typ, aber ich verspreche euch, Lingenti bekommt innerhalb der nächsten Wochen die Kündigung. Ich bin da wirklich, ich mache da nicht nur Spaß. Das, ist ja wirklich unglaublich, ey. Ja, hier lacht sich wirklich jeder über den kaputt, ne? Das ist, ich weiß nicht, ist ja nicht Mobbing am Arbeitsplatz, aber die Sache ist eben, das geht doch einfach nicht, oder? Müsst ihr euch vorstellen, jetzt die ganze Zeit hat er nicht geraucht.
Jetzt hat er das Handy heute abgenommen bekommen, jetzt geht er raus und raucht. Wahnsinn, oder? Naja, wir werden jemanden finden, der seinen Job ersetzt und damit ist die Sache erledigt. Das macht mein zweijähriger Sohn, macht das schon 13 Mal besser. So ein Affe, ja? Irgend so ein Rhesusaffe oder sowas. Oder ein Orang-Utan, keine Ahnung. Oh, leck, ey. So, sind wir doch schon fast fertig. Ich habe gesehen, das war jetzt nicht so das Problem. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bauteile von einem anderen Board genommen und haben die hier gerade drauf gehauen. So. Sollen wir das mal testen, Alex? Ich weiß ja nicht, was die noch gemacht haben. Der Bänger ist bekannt dafür, dass er wirklich grandiose Dinge vollbringt, wie ein Virtuose mit der Heißluftpistole. Nicht wie die anderen Lötkolben-Cowboys. Das nicht. Die Lötkolben-Cowboys, die sind immer geil. Die schicken dann ihre Sachen ein, nachdem sie irgendwie den Lötkolben rausgezogen haben und wollten damit irgendein Werk verrichten, aber scheitern damit grandios. Habe ich dir übrigens erzählt, dass mein Hund ja nicht nur Apple heißt, also mein Hund heißt wirklich Apple, einer davon, aber er heißt Herr von und zu Matzinger, Freiherr vom Schlossberg, auch residierend am Karl-Hecker Weg und in der Goldenstein-Region, auch bekannt als Apple. Ja, das ist mein Ernst. Das ist wirklich mein Ernst. Ja? Meine Frau, die lacht sich immer Tränen, wenn ich den Hund so rufe. Und der freut sich. Aber der Apple ist wirklich super geil. Der Apple ist mein Ein und Alles. Der ist richtig cool. So, starten tut das Ding. Dann gucken wir mal, ob es auch bootet. Dann bräuchte ich eine Testkarte, den Genti. Ja, wenn man kein Handy mehr hat, dann kann man ja rauchen. Na, irgendwie muss man sich ja die Zeit vertreiben, wenn man jetzt kein Handy... Ich habe eben gesagt, dass du der Nächste bist, der hier die Kündigung bekommt. Also lange bist du nicht mehr hier. Ich bräuchte die Testkarte, bitte. Ja? Die Testkarte. Das glaube ich dir gerne, dass du die verloren hast. Du bist ja auch ein Italiener, da kann ja nicht viel bei rumkommen. So. Einmal her, bitte. So, gebootet haben wir komplett, danke dir. Und jetzt schauen wir mal. Also, die SIM-Karte wurde schon mal erkannt. Wir haben hier aktuell jetzt stehen kein Netz. Wir schauen mal, ob sich das jetzt gleich ändert. Dazu lasse ich das Teil einfach kurz hier stehen. Wir haben auf jeden Fall eine Aktivierungssperre in dem Ding drin. Und wir warten jetzt einfach mal 2-3 Minuten. Ja? Und dann werden wir mit Sicherheit... hat das Ding vorher noch gebootet? Das hat, glaube ich, nicht gebootet. Ne? Nee, da ging nichts mehr. Da ging nichts mehr. Da war nichts mehr zu tun. Ja gut, ich meine, ich muss ja jetzt auch nicht die Leute da noch 8 Minuten auf die Folter spannen, weil wir sind hier, wie gesagt, im absoluten Funkloch. Wir werden gleich Netz bekommen. Aber in solchen Löchern, Videolöchern, sitze ich dann hier und muss euch irgendwie wieder 5 Minuten lang, bis das Ding dann final Netz findet, irgendeinen Mist erzählen. Muss jetzt auch nicht sein. Reparatur ist erfolgreich verlaufen, würde ich mal sagen. Wenn jetzt noch irgendwas Kleines wäre, richtig das. Ich bin mir sicher, es hat sich damit erledigt. Wir haben euch hier ganz einfach gezeigt, wie man auf der Platine, ich nenne es jetzt mal, diverse Bauteile entlötet und auf einer anderen Platine aufbringt. Ja? War alles in einem Bereich, der, denke ich, sehr gut machbar war. War nichts besonders Kompliziertes bei.
Solltet ihr Fragen, Anregungen, Kritik oder sonst irgendwas haben, dann bitte ich euch, dieses Video zu liken, zu... Kann man das teilen? Ja. Ja? Okay, sozial. Ja, teilt es auf den sozialen Netzwerken, sagt unser Social Media King. Und wie heißt dein Kanal nochmal? Mindfun. Mindfun. M-I-N-D-F-U-N. Ja, da bekommt ihr ganz tolle Informationen über MDMA und Co. Peace. Ich bin raus. Danke.